Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Harimob. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen spazieren und wie ihr merkt, ist hier ein riesen Weitwinkel. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich mit einer Legria Mini filme von Canon, die ich jetzt zum Geburtstag bekommen habe. Ja, und ich würde mal sagen, kommentieren wir mal wieder ein paar Kommentare. Los geht's. Da Pick fragt, hast du dein ganzes YouTube-Equipment selber gekauft? Das ist wirklich unterschiedlich. Diese Kamera hier zum Beispiel habe ich ja, wie gesagt, zum Geburtstag bekommen. Da muss ich halt allerdings noch ein bisschen was dazu tun, weil die halt auch nicht so ganz billig ist, sag ich mal. Die Hauptkamera, die Canon EOS 650D, die ich für meine Hauptvideos benutze, die gehört auch nicht mir. Die gehört meinem Vater und ich benutze die halt immer für YouTube, weil er die im Alltag quasi nie benutzt. Dann ein kleines Stativ, das habe ich selber gekauft, das hat halt nur 40 Euro oder so gekostet, weil das ist auch eigentlich recht klapprig und so. Dann das große Stativ, das ich eigentlich hauptsächlich benutze, das ist um einiges stabiler und wahrscheinlich dementsprechend auch um einiges teurer. Das gehört meinem Vater, das benutze ich halt auch immer zum Filmen und so. Genau, und dann Softboxen und das Mikrofon habe ich mir auch selber gekauft. Habe ich mir einfach mal eben ein bisschen Geld gewünscht und so. Und dann halt das gekauft. Und von dem gleichen Geld habe ich mir auch die Software zum Schnitt benutzt. Das ist Magix Video Deluxe 2014 Plus. Ja, ich glaube, das war alles mein YouTube-Equipment. Ah, den Greenscreen haben wir natürlich auch noch. Den habe ich mir auch selber gekauft, der war eigentlich auch wirklich recht billig. Ich weiß das jetzt nicht so genau, wie das ist, aber 25 Euro oder so hat der gekostet und ja. Nächste Frage, würde ich sagen. Als nächstes fragt Litorials, planst du auch Let's Plays oder so zu machen? Nein, das ist wirklich ein striktes Nein. Ich habe da schon 100.000 Mal gefühlt versucht anzufangen, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Let's Plays, ich weiß irgendwie einfach nicht, was ich da immer reden soll. Und ehrlich gesagt schaue ich privat auch nicht so viele Let's Plays. Das Einzige, was ich mal geschaut habe, war Gronkh Minecraft. Aber der hat damit jetzt aufgehört. Und deswegen schaue ich jetzt wirklich gar keine Let's Plays mehr. Und ich finde es auch ein bisschen unlogisch so, wenn mir Let's Plays von anderen nicht gefallen. Warum sollte ich dann selber Let's Plays machen? Auf YouTube macht man ja wirklich einfach das, was einem Spaß macht. Und Let's Plays einfach zu machen, weil es viele gerne sehen wollen, finde ich dann eben einfach ein bisschen unnötig. Ja, mein Kanal ist einfach Unterhaltung und Real-Life-Videos halt und kein Let's Play. Dann schreibt Eat the Tube zu Photographics offizieller Trailer. Ganz coole Seite. Ja, vielen Dank für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ich habe ja auch eine Facebook-Seite namens Photographics, wo ich halt unregelmäßig irgendwie selbstgemachte Fotos aus der Natur poste. Ja, könnt ihr mal in der Videobeschreibung vorbeischauen, da ist die Seite verlinkt und der Trailer dazu. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, dass wir mal ein paar mehr werden, also ja. Dann schreibt Legebro999, hast du schon Geld mit YouTube gemacht und wenn ja, wie viel? Nein, habe ich noch nicht gemacht, weil sich das einfach bei meiner Größe nicht wirklich lohnt. Ich würde sagen, da muss man schon so ungefähr vielleicht schon 2 Meter groß sein. Spaß. Bei meiner Größe von meinem YouTube-Kanal natürlich, meine ich. Da sind 300 Abonnenten nicht viel genug und so. Ich glaube, da kriegt man vielleicht pro 1000 Klicks oder so 10 Cent. Was weiß ich. Also wirklich, da muss man schon um einiges bekannter sein. Und eben mehr geklickt werden oder so. Und ehrlich gesagt, ich brauche auch kein Geld dafür. Ich habe jetzt keine riesen Unkosten, die ich hier für YouTube veranstalte, dass ich das irgendwie unbedingt refinanzieren müsste. Technik Mushroom schreibt, gute Frage. Ich glaube, das gute Frage ist auf die Frage von Grad von LegoBro999 bezogen. Ich habe eine bessere. Wie lange machst du noch weiter mit YouTube? Ich gehe erstmal davon aus, dass diese Frage ernst gemeint ist. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht im Kalender rot angestrichen.
ich höre einfach dann auf, wenn es mir keinen Spaß mehr hat, mehr macht, was aus jetziger Sicht nicht so bald passieren wird. Falls diese Frage als nicht ernst gemeint ist, dann sei einfach leise. Schau das, was dir gefällt und bleib denen fern, die dir nicht gefallen. Sorry, falls diese Frage jetzt doch ernst gemeint war und du dich jetzt vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten fühlst. Das kann man ja wirklich bei Kommentaren einfach nicht so gut unterscheiden, wie irgendwas gemeint ist, weil man die Emotionen oder die Ausdrückungsweise des Schreibers nicht sieht. Sorry, falls ich dich jetzt irgendwie angegriffen habe, aber ja, ich hoffe, du verstehst. Und dann würde ich sagen, war es das von euch und von mir. Und ich will mich mal entschuldigen, falls ich jetzt des Öfteren mal nicht in die Kamera geschaut habe, sondern aufs Display, weil das ist wirklich im Vergleich zur Kamera riesengroß und lenkt total ab. Ich werde mich versuchen, daran zu gewöhnen. Und ich hoffe einfach mal, es hat euch jetzt nicht zu viel ausgemacht. Und dann würde ich sagen, war es das tatsächlich jetzt von mir. Man sieht sich. Ciao.